Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Metachemie. Hier ist Weg für euch am Mikrofon. Ich freue mich mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe für euch eine ganz besondere Überraschung. Wir hören vorweg in die drei neuen Songs von Till Lindemann rein. Nass, lecker und Schweiß. Wir kennen noch nicht das genaue Veröffentlichungsdatum, obwohl das ist nicht ganz richtig, denn bei Lecker wissen wir, es wird am 29.09. veröffentlicht. Das Video um 17 Uhr. Unter anderem auch auf YouTube oder vielleicht auch nur auf YouTube. Keine Ahnung, ich schaue es mir eh nur auf YouTube an, von daher ist es mir auch egal. Ich denke, der Song wird aber ab Mitternacht, ab den 29. 0 Uhr auch auf Spotify etc. pp. Als Streaming erhältlich sein. Aber Download? Die gängigen Download-Portale? Da hatte ich nachgeguckt bei Amazon, iTunes. Also entweder bin ich zu doof, ich hatte Silly auch gerade schon gefragt. Der meinte, nee, ich finde da bislang auch noch nichts. Von daher lassen wir uns mal überraschen, wann wir es auch auf diesen Portalen finden. Wir hören über mein Tablet hinein, denn wenn ich das jetzt hier so direkt ablaufen lasse, haben wir direkt ein Copyright und das Video ist nicht länger als 2 Sekunden online. Davon habt ihr nichts. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Für die, die ganz aufmerksam waren und meinten, ey, irgendwas stimmt mit dem Hintergrund nicht. Ja, da war gerade der Banner für meinen Zweit-Channel unten. Macht nichts, jetzt haben wir das richtige. Weg von Metachemie, nochmal meine Empfehlung. Ich habe euch gesagt, ich halte euch up to date, was das Thema Till Lindemann betrifft, generell Rock und Metal. Von daher gerne Abo hinterlassen. Wie gesagt, ist der erste Track oder sehr wahrscheinlich der erste Track Lecker, der uns erwarten wird. Ja, das ist gut. Ja, das ist fein. Fängt sehr elektronisch an. Ja, das ist gut. Ja, das ist fein. Es reibe sich mit der Lotion ein. Ich rutsch das auf, ich leck das ab, ich saug das weg, die ganze Nacht. Ich rutsch das auf, ich leck das weg. Leck, leck, lecker, leck, leck, lecker. Ich rutsch das auf. So ein Break, wenn ich das jetzt sowieso durchgängig spielen lasse, nach dem Motto, ey, braucht ihr euch morgen gar nicht erst anzuhören, dann ist das Video hier sowieso schon raus, dann habt ihr auch wieder nichts davon. Von daher, ein Zwischengerätscher von mir. Ich glaube, das neue Album Zunge wird tatsächlich elektronisch geladener sein, als wir es von Rammstein bislang erwartet hätten. Auch bei Zunge hatte ich nämlich das Feeling, jo, in dem Moment, wo die Instrumente einsetzen und es ein bisschen rockiger bzw. Metal-lastiger anhört, nichtsdestotrotz, die Elektronik hat einen sehr starken Platz im Mix gefunden. Weiter geht die Reise. Den Refrain kennen wir bereits, da konnten wir so ganz leicht reinhören in den Trailer. Jetzt bin ich gespannt, was kommt nach dem Refrain. Ein melodischer Gesang von Till Lindemann. Elektronik. Sehr schön, hört sich das toll an. Da ist auch Autotune in der Stimme, ja, bisschen. Ich brauche was zum Festhalten, okay. Gut, die zweite Strophe, stampfend, marschierend. Der Refrain. Wieder dieser melodische Part, den ich unglaublich schön finde. Oh. Erwartet uns ein Gitarrensolo? Nein, der Break hat eine ähnliche Stimmung wie der Part nach dem Refrain. Die Stimme ist schon gut elektronisch geladen, ne? Generell, der Track ist elektronischer, als es Rammstein hätte präsentiert wohl. Ja, wir konnten das hier sehen. 29.09. 17 Uhr, zentraleuropäische Zeit.
Ich bin generell gespannt, was uns da erwarten wird. Offensichtlich kommt zu jeder Single auch ein Video raus. Wer meinem Kanal schon länger folgt und Abonnent ist, der wird Folgendes bemerkt haben. Einige Szenarien, ey, die sind doch irgendwie bekannt. Silly hatte mir nämlich schon mal Fotos zugespielt, wo diese Videos aufgenommen wurden. Das war schon einige Jahre her. Zum Beispiel hatte ich euch präsentiert, wie in Russland ein Flughafen, ein Flugplatz abgesperrt wurde und da hieß es, Till Lindemann ist dort, da ist er zu sehen und nimmt in diesem Flugzeug gerade ein Video auf. Wir finden das Flugzeugvideo jetzt auch im Trailer. Auch interessant, es gab Bildmaterial aus Usbekistan, wo Till Lindemann mit SARS ein Video aufgenommen hat. Da hieß es, Till Lindemann nimmt für ein weiteres Projekt dort ein weiteres Video auf. Auch hier hatte ich was präsentiert und ja, wir sehen jetzt Till Lindemann in der Wüste, wie er eine Person, beziehungsweise ich glaube, das war ein Kind, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, in den Armen durch diese Wüste trägt. Da scheint offensichtlich auch das Flugzeug abgestürzt zu sein. Die Videos werden sehr, sehr offensichtlich zusammenhängen. Was mich auch interessiert, ist dieser dicke, betrunkene oder saufende Bär, ob der nicht auch aus dem Moskauer Zirkus entsprungen ist, bei dem Till Lindemann das letzte Video Zunge aufgenommen hatte. Dass die ganzen Sachen nach all den Jahren, nachdem ich die präsentiert habe, veröffentlicht wurden, das macht mir Hoffnung, dass es noch mehr Till Lindemann Videos geben wird. Warum, wieso, erzähle ich euch gleich. Wir hören in den nächsten Track hinein, denn da gibt es einen Punkt, den ich unbedingt erwähnen muss. Obwohl, solange das Intro läuft, ach, hört euch mal das Intro an. Das könnte aus einem Radio stammen, ne? Wegen mir müssen alle Engel weinen und sie weinen ohne Unterlass. All die Großen, aber auch die kleinen Menschen. Sehr sanft. Okay, jetzt kommen wir zu Lindemann. Das tote Meer lag nach Geschlechtsverkehr. Offene Beine, Bier vom Fass. Alles, alles ist. Ja, die Stelle gefällt mir. Ich wünsche mir mehr von diesem Gitarrenriff. Der Text ist schon doof pervers, ja. Oh Mann. Autotune. Wieder. Wir sind ungefähr in der Mitte des Liedes. Auch eine schöne Stelle. Ich mag diesen melodischen Teil. Generell, wenn Till Lindemann melodisch wird. Es ist einfach super zugänglich. Ich mag das. Wir kommen wieder zu diesem Part. Und da kommen wir wieder in den Refrain hinein. Schön. Zum Abschied gibt es dann nochmal Gedudel. Ein Gitarrenriff, welches wir bereits schon kennen. Okay, das war's. Was ich zu den Videos noch sagen wollte, war, Till Lindemann hatte sich Gerüchten zufolge auch in Mexiko aufgehalten und dort ein Video gedreht. Da hatte ich auch ein, zwei Fotos hier gezeigt. Nee, drei. Ich wünschte, ich hätte das irgendwo noch auf dem Rechner, aber ihr habt es mitbekommen, vor zwei, drei Monaten hat mein Rechner einfach Bums gemacht und dann war so ziemlich alles durch. Das macht mir die Hoffnung, dass noch ein weiteres Till Lindemann Solo-Song Video, Entschuldigung, veröffentlicht wird, denn die ganzen anderen Sachen, die ich vor ein paar Jahren hier vorgestellt habe, offensichtlich sind sie nun als Filmmaterial demnächst oder inzwischen schon abrufbar. Von daher mal schauen, was das Videomaterial aus Mexiko machen wird. Wir hören in den letzten Track hinein, das war der erste Track, wo ich persönlich reingehört habe. Da hatte ich das Gefühl, ey, das ist
Gefällt mir nicht. Mal gucken, wie das jetzt beim zweiten Mal ist. Immer salzig, Haut und Tuch. Das erinnert mich mehr an Neue Deutsche Welle als Kleidung ständig nass. Neue Deutsche Härte. Obwohl der Refrain jetzt gar nicht mal schlecht ist. Ja. Ich glaube, wir bekommen inzwischen ein Gefühl, wie sich das Till Lindemann-Album anhören wird. Elektronik. In den Strophen streckenweise führend. Im Refrain. Mindestens im Refrain kommen nochmal die E-Gitarren dazu. Aber selbst dann, im Refrain, wenn die E-Gitarren einschlagen, bleibt die Elektronik sehr markant. Hat viel Raum weit vorne im Mix. Oh, schön. Das werden aber auch E-Streicher sein. Hört sich zumindest durch ein Tablet so an. Ja. Ach, ja. Es ist gar schwer zu glauben. Ich schwitze sogar aus den Augen. Ich muss mich wirklich dafür schämen. Erzähle dann, es wären Tränen. Ich bin gespannt, wie das alles videografisch umgesetzt wurde. Bevor wir jetzt mit Till Lindemann weitermachen, zu Halloween wollte ich noch ein Wort verlieren. Wer am 21. Oktober in Ostwestfalen-Lippe sich aufhält, irgendwo zwischen Osnabrück und Minden, Bielefeld, und Bock hat, mit mir einen kurzen zu trinken, der kann sich gerne bei mir melden über Instagram oder E-Mail, unten in der Beschreibung verlinkt, sowie mein Zwei-Channel Wicked, Halloween und mehr. Da öffne ich für die Nachbarschaft mein Halloween-Haus und wer von euch Bock hat, mit mir einen kurzen anzustoßen, für die Kids gibt es natürlich Süßigkeiten. Süßes oder kurze, das ist das Motto, und vor allen Dingen Heavy Metal statt Heavy Scheiße, das sowieso jedes Jahr. Der schreibt mir kurz und dann kriegen wir das bestimmt irgendwie geregelt. Wäre mal cool, mit euch irgendwie anzustoßen, ey. Die Frage ist natürlich, in welcher Reihenfolge werden uns die Tracks erwarten? Ich gehe fest davon aus, lecker wird der erste Track, der uns präsentiert wird. Und spätestens ab Mitternacht werden wir diesen Track auf den Streaming-Diensten erleben dürfen. Ab 17 Uhr auch als Video. Aber wie ist es mit den anderen zwei Songs? Werden sie vielleicht im Anschluss veröffentlicht? Eine Stunde danach oder jeweils einen Tag danach über das gesamte Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag? Das glaube ich eher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Freitag für Freitag für Freitag uns ein weiterer Track erwarten wird. Wie so eine Art Serie, die wöchentlich veröffentlicht wird. Ich kann mir somit auch gut vorstellen, dass die Tracks dann auch erst Freitag für Freitag veröffentlicht werden. Ha, warum ist die MP3 nicht vorbestellbar? Warum können wir nur über diesen Linktree die Spotify-Datei irgendwie vorsichern? Schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, das ist das Flugzeug. Davon habe ich ja bereits gesprochen. Warte mal, sind die Frauen nackt? Nicht, dass ich mich darüber freue, auf keinen Fall. Ja, gehen wir mal auf Soon, Link, aufrufen, abrufen. Also die Single, Zunge, die konnte man im Vornherein bei Amazon und den anderen Downloadportalen vorbestellen. Noch bevor es überhaupt irgendwie eine Promo dafür gab, war die Single schon vorbestellbar. Aber wenn wir jetzt auf Nass, Schweiß, sonst was gehen, da kommt nur das, ne? Demnächst erhältlich. Nicht mehr, nicht weniger, da steht auch nicht wann. Aber interessant, der Vertrieb ist über DistroKid. Hier wurde zum Beispiel auch Metachemie vertrieben vor der Neugründung. Hier hat man keinen exklusiven Vertrag. Das heißt, wenn Till Lindemann von jetzt auf gleich irgendwo eine Plattenfirma gefunden hat, wo er denkt, yo, diese Zusammenarbeit kann ich mir vorstellen, dann kann er auch von jetzt auf gleich diese Lieder seinetwegen auch parallel digital veröffentlichen lassen.
Das ist für die gar kein Problem. Diese Lieder sind hier nicht exklusiv abgegeben. Freunde, das war's erstmal für heute. Ich wünschte, ich könnte mich Freitag direkt melden, nachdem das Video veröffentlicht wurde. Kann ich nicht. Freitag ist das Wiegen. Ich werde Samstag einen Boxkampf, eine Weltmeisterschaft moderieren in Espelkamp. Freitag ist das offizielle Wiegen. Samstag ist der Boxkampf. Ich glaube, Sonntag bin ich durch und will ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen. Von daher hoffe ich, dass ich mich Anfang der Woche nochmal zum Thema Till Lindemann melden kann. Ansonsten findet hier im Abspann zwei weitere Videos von mir. Umf hat ein neues Album rausgebracht, Richter und Henker mit einem neuen Sänger. Meine Meinung zu diesem Album und ein, ja, kleiner Vergleich zwischen Dero und dem neuen Sänger Der Schulz von Unzucht findet ihr direkt hier im Video. Dazu nochmal Spekulationen, die ungefähr ein, zwei Wochen alt sind von mir, wie sich das neue Till Lindemann Album Zunge anhören kann. Freunde, viel Spaß, macht euch einen geilen Abend. Ich bin Vic von Medahimi. Bis bald!